Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ja, in der letzten Aufnahme ist mir das Spiel abgestürzt und ja, wir hängen hier zwar noch in Rihad, aber sind auch wieder in der Stadt hier und ich weiß jetzt nicht, wie viel wir verloren haben. Abgesehen davon, dass halt nur die Hauptquest wir jetzt endlich bekommen haben. So, wo steht denn das? Hier, Rule of Rihad has marked Donkey on your map of the province of Hammerfell. Und das ist ja hier, Stonekeep, hatten wir uns ja in der letzten Folge angesehen, aber das Spiel musste mir ja abschmieren. Und wir sind noch zu schwach für Stonekeep. Deswegen habe ich mir überlegt gehabt, dass wir nochmal, warte mal, jetzt muss ich erstmal schauen, wo ist denn der Ausgang? War doch hier im Norden, glaube ich. Hier, ja. Dass wir nochmal vielleicht ein paar Dungeons machen. Nochmal ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Level Up aufbauen. Denn wir sind hier mit Level 6 noch viel zu schwach. Und dass wir uns langsam und aber sicher immer mehr und mehr hier bessere Rüstung kaufen. Und ich hab's irgendwie auf eine komplette Montur der Ebenerzrüstung abgesehen. Die kosten auch pro Teil so zwischen 10.000 und 30.000 Goldstücke. Oder sind Septime, wie die dann später heißen werden. Und das heißt, wir müssen uns einiges da zusammensparen. Ist das ein Ausgang? Jo, das ist der Ausgang. Dann suchen wir uns den ersten Dungeon, der hier auch hoffentlich irgendwo in der Nähe ist. Okay, hier erstmal nicht, dann gehen wir erstmal nur Richtung Norden. In der Hoffnung, dass wir eins mal finden. Oh, sieht schon geil aus, sieht das. Und da haben wir einen ersten Dungeon. Nice. Hier wollen wir erstmal kurz speichern. Jo. Und dann gehen wir rein. So. Und hier sehen wir noch gar nichts. Das ist der komplette Kreis hier. Mal schauen, ob wir hier schon was erkennen. Nee, nicht wirklich. Digga. Der Ork hatte nichts. Aber der hat mich jetzt erschrocken. Der hat mich schon ordentlich erschrocken. Wo wollen wir als erstes hin überhaupt? Ich würde sagen, hier. Wollen wir hier entlang? Ja, komm. Wir gehen hier mal durch. Geht's auch noch? Nein! Wo sind wir hier jetzt gelandet? Schon interessant hier. Gibt auch einige Verzweigungen, aber... Oh. Sieben Gold hatte der.
immerhin. Und die können wir alle verkaufen. Eine Nachtklinge war das. Wirkte gerade so, als wäre ich angegriffen worden, aber war doch nicht der Fall. Hier scheint es hell zu sein. Also muss es hier irgendwas. Boah! $35 und ein Dolch. Ah, hier gibt's Feuer. Ja, interessant, wo wir hier gelandet sind. Und eine Tür. Noch eine Tür. Aber wir gehen da jetzt erstmal noch nicht hin. Was sind wir hier jetzt genau? Hier sind jede Menge Türen, alles klar. Langsam bekomme ich Angst. Wow, was ist das denn? Digga, was ist das? Ein Minotaurus? Boah, der war zu stark für uns. Wir sind da schon halb tot. Hier geht's raus. Schnell wieder zurück. Ja, hier jetzt runter, genau. Und dann gleich rechts abbiegen. So, was hier? Genau. Der war zu stark für uns. Irgendwo sind wieder Ratten. So. Ach ne, da. Die Ratte hat nichts. Der Minotaurus war ein bisschen zu krass für uns. Bleibe ich da irgendwo jetzt hängen. So, da geht's wieder in die Stadt. Dann lass mal wieder rein, uns ein bisschen aufheilen. So. Genau, da, perfekt, ein Heiler direkt. Jo. So, Heal. Ja, kostet 90 Gold. Ja, alles klar. Schön, wenn ich wüsste, wo man Heiltränke kaufen könnte oder sowas. Heiltränke, das wäre ein richtiger Segen, den wir jetzt mit Heiltränken voll kaufen könnte. Das müsste, glaube ich, ein Händler sein, ja. Dann können wir bei dem die ganzen Scheiß, den wir jetzt haben, wieder... Ne, das war eine Taverne. Wieso da falsch? Den ganzen Scheiß wieder verkaufen. Da haben wir wieder einen Heiler. Moin. Wo ist... nearest... Nein? Store. South of here, okay. Südlich, müsste da sein. Jo, da haben wir's.
So, Yanta Kisans Provinz, ja. Können wir den ganzen Scheiß erstmal wieder verkaufen und... Jo. Gucken wir uns mal an, ob der jetzt wieder was hat. Ja. Bringt jetzt nicht das beste Geld, aber... Besser so, als gar nichts verkaufen. Ja, warten noch Buckler. Buckler brauchen, müssen wir verkaufen. Den Dagger. Hotspot, genau. Jetzt gucken wir mal an, was der so an Waffen hat. Wakizashi, hört sich immer geil an, finde ich. Silver Longbow of Strength hört sich auch geil an, aber das ist nicht das, was wir haben wollen. Irgendwas auf Ebenerz wäre geil. Wenn die Buckler 5000 General 5000 Gold. Ja, komm, wir nehmen das. So, wo haben wir den Ebenerz da? Na, eben jetzt sieht das nicht richtig aus. Aber wir können das Kite-Sheet jetzt wieder verkaufen dafür. Jetzt haben wir nur wieder lausige 2100 Gold. So, aber dafür verkaufen wir jetzt hier das Kite-Shield. 20 Gold. Aber immerhin hatte er wieder was aus Ebenerz. Ebenerz ist für mich irgendwie das Beste aktuell. Das heißt, das speichern wir eben uns nochmal ab. So. Und ich hab wieder Bock, Scheiße zu bauen. Hier ist keine Waffe. So, wir sind drinne. Die Wache ist nicht da. Da ist der Ausgang, ja. Ich glaube, die 90 Gold können wir dafür wieder vertrösten. Okay, wirklich... Wirklich was zu holen gibt es hier nicht. Oh, doch hier. Hier gibt es wieder was zu holen. 15 Gold, Potion, Plate-Kyros. So, warte, jetzt will ich mal gucken. Was macht der Potion? Hier nochmal Plate-Kyros, ja. Warte mal, wenn wir den... Da passiert nichts. Okay, aber wo ist jetzt Potion? Potion? This item can't be equipped. You see a flask of dull yellow fluid? Okay, kann ich damit irgendwas machen?
glaube, damit kann ich nichts machen. Also, jetzt kann ich mich bewegen. Platehelm, Plattenhelm. Mal gucken, ob der besser ist. Wo haben wir den? Da. Ändert nichts, aber ich glaube, der ist heiler. Genauso wie der. Also vom Zustand her noch gut repariert. Select Target for Pilfering. Achso. Potions können wir jetzt nichts machen, ne? Oh, da war jetzt ein Ork. So, den haben wir erledigt. Ein Bracelet. Dann können wir wieder gehen. So, da können wir den Mist wieder hier verkaufen. So. Hab hier was für dich. Ein Kyras, ja. 75 Gold gibt er noch dafür, okay. Und hier den Platehelm. Pixel Gold. Und ein Bracelet hatten wir. Komm. Hier Bracelet. 93 Gold, okay. Aber was Potion angeht hier. My appearance is not here, but I bet he wouldn't mind me offering 25 Gold for that potion. Jetzt wieder was Neues, weil wir eine Sache gekauft hatten. Kann ja sein, dass er wieder was Neues hat. Hier nicht. Würde ich mir irgendwas Neues an E-Mails hätte. Ah, nochmal Ebony Buckler. Okay. Der hat nur Ebony Buckler. Den haben wir ja schon. Also von dem brauchen wir nichts mehr. Was sagt denn die Uhr? 2:09 Uhr am Nachmittag. Können wir auch mal ganz kurz. Ah, hier kann ich nicht campen. Okay. Das heißt, ich muss einen Heiler suchen. Oder warte mal. Wir können hier doch auch bei denen Getränke kaufen. Moin. So, Grog, Bier, Ale, Zwölferwatter, Port, Lager, Pilsner, Red Wine, Gin und Tonic. Stout. Ja, okay. Ist jetzt nicht das, was ich dachte, was es ist. Aber dann suchen wir mal die Magier-Gilde oder sowas. Die muss doch hier irgendwo sein. Keine Ahnung. Müssen wir irgendwen von denen hier mal fragen? Moin. Wo ist Mages Guild? No. West of here. Okay. Dankeschön. Also diesen Weg Richtung. Ich denke, das ist, könnte es sein, oder? Nee. Moin. Sag mal, wo ist die Magiergilde?
und noch vorbei. Und okay. Jetzt ein bisschen Norden. Das ist die Magiergilde vielleicht. Moin. Du, sag mal, wo ist denn die Magiergilde? Why don't just describe the exact location on your map? Ah, bester Mann. So, wo ist denn die jetzt? War tatsächlich das da. Das hier. Okay. Jo. Die haben bestimmt irgendwas. An Potions oder sowas. Also Zaubertränken. Moin, Herr Magier. So, du sag mal, was hast du denn? Potion? Genau. Potion of Stamina, Strength. Oh. Healing. Healing wäre gut. How many of that potion of healing you like? Komm, sagen wir mal 10. Ja, 500 Gold nehmen wir. We agree then, the potion of healing is yours. Detect magic. You already know what that is. Okay. Detect magic. A ton of endurance. You already know what that is. Okay. Was hat er hier an Magic Items? Elven Belt, Mithril Belt, Crystal of Wizards Fire. Oh. Crystal of Curse, Crystal of Poison Dart, Bracelet of Strength, Bracelet of Agility, Amulet of Intelligence. Ah, mehr hat er nicht. Aber Amulet. Amulet of Intelligence, 35.500. Ja. Ein bisschen krass, finde ich. Aber wir haben jetzt ein paar Heiltränke. Das heißt, wir probieren das jetzt erstmal einen aus. Wo haben wir den? Potion of Healing. This item can't be equipped. Potion of Healing. One use left. Wait an A condition Freddy. Wie nutze ich den jetzt? Wie nutze ich den jetzt? Okay, mit Rechtsklick funktioniert es auch nicht. Ah, okay. Ah, okay, ich hab's begriffen. Ich muss hier mit links klicken. Kriegt man hier die ganze Liste. Und ab dem Moment, wo man hier drauf klickt, kann man sich gar nicht mehr bewegen. Alles klar. Und dann mit Rechtsklick kann man das wieder ausmachen. So. Ah, und das komplette Spiel ist dann auch noch pausiert. Nice. Aber ich würde sagen, jetzt wo wir Heilungstränke haben, gehen wir in der nächsten Folge nochmal in diese eine Dungeon da. Stonekeep. Versuchen es noch einmal. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.